Jetzt hätte ich das beinahe mit der Aufnahme verpennt hier. So, und dann kommt natürlich hier das ganze Wasser dann hier rein. Machen wir uns hier noch einen schönen Rand noch hier. Immer so 3-3 so gesagt. Wie gesagt, viele werden mich jetzt hassen dafür. Aber ich finde es gerade so für richtig. Eigentlich könnte ich mir weniger Arbeit machen, das ist klar, aber ich habe mir das jetzt gerade so ausgedacht. Na gut, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Eisen jetzt hätte hier, das wäre ganz praktisch, aber jetzt leider, ne? Aber eigentlich passt das jetzt so ganz gut. Geht mir jetzt auch langsam aus, womöglich müssen wir uns dann noch neue holen. Ja, ich bin ein bisschen konzentriert gerade, darum rede ich jetzt ein bisschen wenig. Es tut mir wirklich leid jetzt, aber es geht jetzt erstmal nicht anders. Ich muss erstmal selber sehen, wie ich das jetzt am besten mache. Und ehe ich mir das irgendwie etappenweise aufbaue, mache ich es lieber gleich so. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen hier. Ich glaube, ich mache es dann doch lieber so hier. Und dann kommt dann hier die nächste Rille. So, machen wir das erstmal so. Die Erde geht mir jetzt langsam aus, dann müssen wir jetzt gleich neue holen. Hatten wir ja nie noch irgendwo so in Eimer gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten doch viel mehr hier oben gehabt, oder? Wo wir uns das Feld hier oben, das kleine hier, was da drüben war, wo wir uns das angefertigt haben. So, der Grundstein für das Feld ist erstmal so ein bisschen gemacht worden. Und hier war doch irgendwo ein Fehler inbegriffen. Sollte eigentlich hier hin, das hier hin. Oder kommt der hier hinten hin? Das geht auch hoch. Die Fackel soll man echt nicht verschwenden. Was haben wir denn hier überhaupt noch drin in der Kiste? Ach, guck da an, hier haben wir ja noch 4 Eimer. Es ist ja mal ganz praktisch. Wie ist das mir gleich eingefallen? Aber lieber ein bisschen mehr haben als zu wenig. So. Kann ich mal den okay noch mitnehmen? Habe ich jetzt gar nicht eingesteckt? Was habe ich mir jetzt nicht eingesteckt? Bin ich irgendwie ein bisschen verpeilt? Devido ist verpeilt. Devido ist sehr verpeilt. Muss ich nochmal hochgehen und mir das nochmal holen. Anders geht es jetzt nie. So, habe ich mir die jetzt nicht eingesteckt, was soll das? So, hier haben wir noch die Hake, die brauchen wir dann auch. Und Samen kommt dann irgendwann mal. Wir müssen dann sowieso, jetzt bleibe ich sogar noch hier von einer Türe hier hängen. Wir müssen dann sowieso noch ein bisschen, zum Beispiel hier bei den ganzen Gräsern hier, nur aus dem bekommt man ja dann das Samen. Aber ich würde mal sagen, dass ich schon mal ein bisschen anfange mit dem Wasser hier, oder? Oder wollen wir erst einmal das Feld fertig machen, bevor wir hier den anderen Zeugs hier anfangen? Ich glaube schon. So, hier machen wir auch wieder 3. Wie gesagt, es werden mich viele hassen dafür jetzt, aber naja. Wie gesagt, ich mache es jetzt wirklich mal nur so und das ist sowieso nur ein provisorisches Feld, dass wir uns hier was anbauen können.
Und mehr ist das nicht. So, da haben wir hier 3-3. Und jetzt würde ich sagen, dass wir uns hier so ein Ding machen für das Zuckerrohr hier, ne? Dass das Zuckerrohr jetzt irgendwie hier hinkommt, aber... Ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Hier haben wir jetzt 3. Da wäre hier die Rille und dann wäre hier die nächste 3. Na, sag mal. Wir daneben gezielt. Sollte nicht sein. So, dann würde hier die nächste 3 kommen. Nächste Rille. Und bis hierhin würde das dann gehen. So, und jetzt müssen wir das alles befüllen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So, es ist schon einigermaßen so, wie ich es haben wollte. Und jetzt kommen wir zu den größten Problemen. Nämlich mit dem Wasser. Das wird jetzt das größte Problem sein. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mir das Wasser überhaupt hole. Ich würde mal sagen, von hier ist schon ganz praktisch. Weil das kann ich nämlich dann wieder zumachen irgendwie. So, das war Nummer 1. Wir machen das wirklich Schritt für Schritt hier. Anders geht's wirklich nicht. So. Das hätten wir schon mal. Aber ich muss noch mal schnell was ändern hier, sonst geht das nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Dass die Eimer mal hier hinkommen und... Wir nehmen uns das Wasser jetzt auch von hier. Ist ein bisschen kompliziert, aber es geht jetzt nicht anders. Gut, das friert jetzt zu hier, ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir müssen jetzt wirklich mehrmals rennen hier, aber... Na, seht ihr, das reicht wirklich nicht ganz hier und das gefriert auch schnell ein hier leider, also... Wir müssen wirklich zusehen, dass wir das hier schnell machen. Hier ist auch wieder schon zugefroren, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Ich mach's mir hier in der Mitte, vielleicht geht das doch irgendwie. Ah, das ist schon ein bisschen doof. Wieso geht das nie so, wie ich mir das denke hier? Das ist schon wieder ein bisschen eigenartig. Weil guck da mal, das geht ja nach einem Jahr mal richtig hier. Dass man das ordentlich füllen könnte. Weil guck da mal hier. Das wird so schön eingefroren hier, das ist schon richtig traurig. Naja. Geht schon irgendwie, es passt schon irgendwie, aber wir müssen halt jetzt mehrmals laufen jetzt wegen dem Ganzen. Das ist schon wieder zugefroren hier, was wiederum auch wieder nicht so gut ist, aber naja. Irgendwie müssen wir das jetzt hinkriegen. Wir müssen das jetzt so und so machen, wir können ja jetzt nie anders, ne? So, wie ich das von hier aus damit mache, ich weiß es gar nicht. Guck doch mal, wie das aussieht hier. Das kann man doch nie so lassen. Ich weiß auch nie. Wir müssen wirklich mehrmals laufen hier. Das ist schon traurig. Ob ich es mir irgendwie von hier nehmen könnte, da brauche ich nämlich nicht so weit dann.